Was kannst du eigentlich? Also ich kann nicht mal eine Taste drücken, weißt Immer Müsli fressen kann, oder? Ach, scheiße. Wieso nimmst du es nicht eigentlich von Anfang an wieder auf? Hatte ich ja ursprünglich, da bist du essen gegangen, da habe ich es ausgeschaltet, habe ich vergessen anzuschalten. Warum Oh schaltest du es Mann. aus, Mann? Wie viel Speicherplatz hast du denn? Das lässt man laufen, Mann. Ja, aber so ist meine 2 TB-Festplatte schon bald voll halt. Du musst Willst du mich vorsichtig sein. verarschen? Du hast hier GTX 980 und was weiß ich noch alles? Ich habe letztens 12 Terabyte aus dem Müll gefischt. Die stehen jetzt bei mir auf der Arbeit. Ja, warum stehen die nicht bei Spitznet? Ja. Na. Ja. Ach, so ist Oder. die RayStation hat nicht so schnell Schreibgeschwindigkeit, dass du der Auflösung aufnehmen kann. Also ich habe die heute, nee, vor ein paar Tagen schon eingebaut. Ich habe Müll, habe ich halt aus dem Server habe ich 12 Platten rausgeholt und da habe ich 8 Platten davon, weil ich habe noch einen 8er RAID Controller gefunden. Toni, komm Habe mal ich, kurz. ja, habe 8 Platten in einen normalen Rechner eingebaut mit einem 700 Watt Netzteil im Server, ne? Und das sind 10.000, also 10.000 Umdrehungsplatten, ne? Und der Rechner mit 8 Platten hört sich an, also nicht so laut, aber wie eine kleine Turbine, wenn er angeht, weil die Platten so lange brauchen, um hochzufahren auf 10.000 Umdrehungen. Das ist sowas von geil. So ein fettes Toni, SAS-System, oder? Nee, sind SATA-Platten, aber in einem RAID-Controller und 10, welche mit 10.000 okay. Umdrehungen. Kannst du dort liegen. Hau rein. Ich glaub, das ist. Aber RAID-Status sagt gut an und ich habe noch 4 in Reserve, also wird das wohl noch eine längere Zeit halten, ne? Oh. Und Ja, vor 8 allem sind. Terabyte als Abteilungslaufwerk hat nicht jeder, möchte ich mal sagen. Ah, ich wollte unbedingt die Samsung Ja. 8 TB da, Platte holen. Die 8 Storage-Platte. Terabyte wären ein bisschen wenig bei uns. Aber unsere Dungeon Runs, ne, das ist echt Also wenig. ma meine Abteilung, das sind 6 Leute. Nee, Ja. Blödsinn, 4 Leute. Und dafür reicht das mehr dann allemal. Ich find's immer so geil, so die Sachen so einfach so umsonst bekommen, weißt du? So aus dem Müll und alles, ne? Also jetzt kommt der Toni, wird mal ein bisschen der Straßenpenner. Keiner braucht sie mehr, einfach aufgehoben mitgenommen. So wie ich Immer früher Spätzle, deswegen ist alles gut. einfach aufgehoben mitgenommen. Genau wie ich früher Toni umgehauen habe. Einfach die Molver-Armor mitgenommen. Naja, das wärst Meine du mir ist mal noch länger Pipi, ne? treu. Wo steht sie denn? Ne, hier zwischen uns. Müssen wir hier bleiben. Ist ja gleich. Spitzchen. Also eigentlich freue ich mich am meisten über diesen 8er RAID Controller, ne? Weil der war mal früher echt teuer, ne? Wir haben eine Raid Station. Wenn du mal wieder irgendeinen ollen Server hast, den du ausmustern willst, ne? Sag mal Bescheid. Was brauchst du denn? Brauchen ist das falsche Wort. Was willst du denn haben? Ja, so ein 2-Xeon-System, wo viel RAM reinpasst, wäre schon cool. Krieg ich Freitag. Z600. Kriegst du rein, normalen Arbeitsspeicher, DDR3. Ich glaube, ich will nicht lügen, bis 3x3 Bänke, A4 GB sind. Also dann 96 6x4. Gig. 96 waren das doch, oder? Gig dann. 3x4. 6x4, sorry. Das sind nur 24. Reicht doch. Das ist doch voll viel, Alter. Also bei mir sind 32. Ne, sind 24. Warte mal. Doch, sind 24. Ja, das Also sind 24. unser TS läuft gerade auf dem Server mit 32 GB, 3770 Prozessor, ja. Das klingt nach meinem Rechner, ne? Und einer 10, nee, 20 Gigabit Leitung. Also, das, was ausgemustert wird, das kannst du dir auf so einen Stand von einem bisschen besser als der neue i7 6700. Auf dem gleichen Stand kannst du dir das sehen. Mit Audi, Audi. 24 GB Arbeitsspeicher, ich komme. Ich hatte letztens einen alten Lenovo-Server gesehen. Da hattest du dann halt zweimal 6 RAM-Bänke frei. Warte mal, bis der Toni da ist. Bin doch da. Oh, okay.
fallen ja um die Fliegen. Etwa wieder eine Gruppe vor uns. Nee, heute nicht. Unwahrscheinlich. Ja, vor allem, weil wir hatten ja die Starken zwischendurch. Wir hätten uns ja ins Vorbeilaufen müssen dafür. Das halt in den Shortcut? Vielleicht war jeder auf seinen Desktop und sind einfach vorbeigelaufen und dachte sich so, die Deppen lass mit. sie haben gar nicht gemerkt, dass wir vorbei sind. Das ist wie bei dem einen, der verfahrenen war, wo ich dachte, der war AFK in seiner Stahlrüstung. Dann wollte ich ihn umhauen. Hau ich einmal drauf, dreht er sich um, haut mich tot. Gut, zu meiner Verteidigung, ich hatte einen One-Shot-Sword und ich war nackt, aber trotzdem. Das habe ich in Fabernum auch schon mal gemacht früher. Als man die Waffe noch rufen musste, der stand halt in Fabernum. Da habe ich ihn hinter ein Haus geschubst und in den Daumen gebracht. War schon lustig, ne? Behindert, aber geil, ne? Die Schultern von dem Typen habe ich immer noch. Rechten? Vorsichtig. Ja. Waren das die Schultern, die du mir gezeigt hattest? Hm. Genau die. Mit, ja, die Eid mit der alten Textur. Hm. Boah, geil, hast du die noch? Unbedingt aufheben, ja. Das ist ein Relikt. Ja, natürlich hebe ich die auf, ich schmeiß das sowas nicht weg. Kann auch sein, dass du so ein Heimbach bist, damit so ein Spaß. Big Spot. Der Guardian, hey. Wir hätten ihn erst ranpullen sollen, oder? Hast du doch. Komm schon drauf, was für Lümmel. Drop! Und? Nur Augen und Gold. Ah, die 4 Gold war schon gut gewesen. Hätte auch ein bisschen mehr rausholen. Ja, 4 fucking Gold, Alter. 4 Gold, Alter! Alter, ich bin so rich, Alter. Erstmal, wenn ich in Tinder bin, kaufe ich mir so viele WLAN-Noten, bis ich umfall. Ja. Mach das. Warum das willst du aber WLAN? Hä, warum keine WLAN? WLAN sind bestimmt eklig. Ah, oh, Fury Porn. Oh, du bist bestimmt ein Hüger, oder? Die haben trockene Mösen und Behaarung wie eine Bergziege. Lass es. Ja, genau deswegen, ja. Hüger, ja. Deswegen hier. Die Favela, die macht hier Furry Porn, ja. Nur die Blähen sind furry. Die anderen sind aus Stein. Oh, hart wie Stein. Links? Links, Hacke? Jo. Alter, ich hab so viel Stonewood in meiner Hose. Gott. Ich würde es eher als Treibholz bezeichnen. Du Arsch. Alter, Treibholz. Ah, der war geil. So meinte ich es eigentlich nicht, aber okay. Hast dich nochmal gerettet. Alter. Mit dem Holz kann man streiben, Alter. Müdli. Fossi, sind wir endlich da? Das ist seit 6 Jahren in Mortal, ja? Da läuft der Typ mit Müsli vollem Mund durch Zelda Dungeon, schwafelt irgendeine Scheiße. Man schießt nicht auf den Gegner.
Nichts getroffen. Du? Ich hab dreimal getroffen, ihr Lappen. Ich hab einmal getroffen. Ich hab's gesehen. Oh ne, es war zweimal. 76 Torso, Mann, die sind so anfällig gegen Weak Spot. Ice Shield. Elementation. Wo liegt der andere? Haben wir schon, da war nichts drin. Hier auf der Brücke mal wieder kurze Rast machen. 10% Stammloss. Jo. Puff, 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 Puff. Wir fahren in den Puff. Achso, ups, falsches Lied. Wir brauchen deutsche Marschmusik, ja. Woher kennst du denn das eigentlich mal? Das ist 30 Jahre alt, das Lied. Ja, das freut mich auch manchmal, ne? Naja, Toni, ne? Zu deinen Lebzeiten als Napoleon noch hier Waterloo und so, ne? Ja, verdrängt man schon einiges, ne? Als Napoleon im Teutoburger Wald, ne? Oder ordentlich in den Arsch kriegt. Ja, da wo Napoleon noch rumgelaufen ist, was aus der Zeit, dass der deine Mutter jung war? Ja und? Vor allem, ich war heute im Büro, ohne Scheiß, ich habe heute nicht geredet eigentlich, ich habe gar nichts gesagt eigentlich, ich habe nur... Auf zu lügen, Mensch. Nein, ich habe nur meinen Kopf so auf meine Hand, auf meine Hand abgestürzt, habe mit einer Hand dann programmiert und dann... Wir waren echt so etwas so, keine Ahnung, so ja, kaputt und nicht viel geschlafen und das Allerbeste war dann so am Ende vom Tag dann mein Arbeitskollege, der in meinem Büro mit saß, dann so, ey, unglaublich. Du hast nicht einmal geredet. Jetzt weißt du, warum er hier die ganze Zeit labert. Das lässt er immer in uns aus. Aufwachen, Spitzi. Warte, ich weck ihn. Ah, oh, von hinten. Toni, das zählt aber nicht als Wecken. Das ist schwul. Toni hat einen hübschen Hintern. Hab ich mich geoutet? VW hat sich gerade geoutet, sie steht auf hübsche Hintern. Ja, Rosi, bist raus. Raus bei Menschen. Hey. Rechten? Warte mal, das ist besser. Spicy Bullen. Du hast dir echt beide gezogen, nicht dein Ernst. Ja, ich habe nur eingetroffen. Den ersten, komm her, den schön Fokus. Erster ist weg, zweiter. Heal. Ein Hit noch tot. Wunderbar, geht doch. Kriegen wir sogar schon zwei gleichzeitig. Ja, meine Güte. Den zweiten gepult. Echt? So hast du das noch nicht hingekriegt, Marian? Zwei auf einmal? Ich glaube, das hat sie noch nicht gepackt. Man hört kein Nein, also doch. Oh Gott. Nee, es war gemutet und Fossi hat gefragt, wolltest du mir irgendwas verraten? Ja, wir sind alle gespannt, das wollen wir jetzt alle wissen. Also es gibt nichts, was ich vor Fossi verheimliche. Ja, und vor uns? Wir sind auch Menschen. Das hast du gesagt. Okay, wir benehmen uns doch meistens wie Tiere, aber also, wir sind Menschen. Also Toni ist ein Rape-Baby. Was für ein Ding? Was? Nur ein Rape-Baby. Was ist denn ein Rape? Hä, was? Tosa. Achso, ja. Genau, ein Tosa-Kurite, ihr Lappen. Ja, bist ja. Also auch ein Rape-Baby, also keine Menschen hier. Außer Spitzi vielleicht, außer der ist auch ein... Fossi, Favia ist gemein zu mir. Was ja, Spezi... könnte ein Zwerg sein. Was Spitzi ist, wissen wir nicht. Er ist so groß wie du, hat aber nicht viel Intelligenz. Könnte tatsächlich ein Zwerg sein, so von den Augen her. Mhm. Auf was warten wir, Spitzi? Zack, Bogen raus, rechter. Hab ihn. Wir werden heute so failen beim Boss, ey, bei unserem dummen Gequatsche. Ach Quatsch.
Das macht uns nur noch besser. Ich will euch nur sensibilisieren, wenn ihr wisst, was ich meine. Aha, ihr wird schon mal vorglühen, Alter. Mhm. Mal vorgeil machen. Geiles Vorspiel, Toni. Lass uns noch ein bisschen mehr labern. Oh. Also, so wie du gerade stöhnst, könntest du glatt der Synchronsprecher von dem Porno sein. Ja! Oh! Oh ja! Schleck mal! Kannst du es ja auf Bayerisch mal machen. Oh Gott. Ja, ich hatte nicht mal vor, wenn ich eine Webseite aufmache, Bayern-Porn. Oh Gott. Kannst du Leuten von Pornhub ja vorschlagen. Ja, Mann, Alter, aber die Bayern sind so nationalstolz, dafür würde sogar jeder Monat 10 Euro zahlen. So, wir haben unsere eigenen Bayern-Pornos. Was habt ihr, Rest von Deutschland? Gibt bestimmt auch schon Sachsen-Porn, also. Ja. Ja, aus Sachsen-Porn, ne? Genau. Oh Gott, das ist sogar richtig berühmter Schauspieler, ja. Obwohl, Frau, sie kennt ihn. Als ihr bayerischen Porn, den ich mal angeguckt habe, das war hier eben wegen zwei Leute auf einmal, ne? Und dann sagst du eine Kerze, so andere Kerze, so, Mensch, Hans, bock dein Briegel aus. Das ist so geil. Oh, Hans, du hast aber einen krassen Briegel, ne? Ist ja fast genauso gut wie Sachsen Paule. Oder der Schweizer. Oh Gott, nein. Und ich habe gerade den Hackel gemeint. Der Hackel heißt nämlich auch Hans. Ne, guck dir doch auch mal seine Axt an, ne? Das ist schon ein großer Hackel. Aber nee, der Hackel, der. Also, ich wollte das mal so geil, ich kenne Hackel schon seit einem halben Jahr und dann so, ey Alter, wie ist dein Vorname? Hackel ist. Dann zu fragen ist, wie. Wer eigentlich? Hackel, du gehst in die Annalen der Geschichte ein, und zwar nur als Hackel. Ja, und? Mach der nicht. ja, hust dich erstmal aus. Oh, sehr ah. Nein. Aber was raus muss, muss raus. Jonas nennen, oder? Wir sind bald am Ziel, wir hören den ersten Aerobird. Theoretisch schon. Kann ich dich eigentlich auch Jonas nennen? Stimmt. Um Gottes Willen, ich würde ihn gerne Johannes nennen. Um Gottes Willen. Du sprichst ja genau das aus, was auf seiner Geburtsurkunde steht. Hans mit dem Prügel. Mensch geht rein. Healer Theater. Oh, das war der falsche Zauber. Vorsicht, heilen. Was? Oh, Fireball, danke. Oh, hier ist Spirit Box. Müssen wir weiter, bevor der Hans aus seinem Prügel auspackt. Oh. Nein, der Blutbag. Hab das jetzt dann mal. Hacke, alles okay mit dir? Bist du krank? Ja. Gehen wir dir auf die Nerven? Nein. Du mir ja. Also ich meine das Bett natürlich. Ich denke mir gerade nur so, umso schneller wir mit dem Dungeon durch sind, umso schneller kann ich wieder Berichtsheft schreiben. Hacke. Ja? Wir beeilen uns jetzt, aber am Ende nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, 10 Minuten, damit wir es auch schaffen, okay? Und dann kannst du wieder Berichtsheft schreiben. Klar, ist auch kein Ding. Du hast mir jetzt nicht einfach geglaubt mit dem Berichtsheft, oder? Scheiße, ich hab's nicht. Ich weiß ja nicht, wann du fertig bist, Hackel, ne? Dauert noch ein bisschen. Na dann, glaub ich dir nicht, wenn du es jetzt sagst. Oh. Ja, oh. Jetzt haben wir's. Ja, vor allem der Witz ist halt, ne, dass die Tonis Charakter, das ist ja mein Zweitcharakter, die Heatra, hört sich genauso an wie ein Kerl, wenn er getroffen wird. Das ist halt echt. Ja, auch ein Webbing. Aber bei meinem Wähler ist das so, oh. Ja, der hört sich halt so an wie du, ne? Der Wähler ist ja auch schwul. Ja, das ist ein weiblicher Wähler. Ja, trotzdem. Sind kann auch schwul sein. Wähler, der hört sich genauso an wie der weibliche Wähler.
Ja, genau, also über den Tosa. Männlicher Ork klingt genauso wie weiblicher Ork. Männlich, weiblich, Spicy transsexuell, Heal. schwul, deine Oma ist doch alles dasselbe. Oh, ich kann Heal brauchen. Kann für euch den Mage killen, dann mache ich das halt mit vier Schüssen, ihr Lappen. Da bin ich schon zweimal getroffen. Also. Der letzte war von mir. Ja. Genau, deswegen habe ich auch den Glory-Punkt gekriegt. Okay, gewonnen. Gewonnen! Ja, durch die Glory-Punkte kann man halt nicht bescheißen, ne? Zahlt die Ichor-Korb dir wenigstens die PP aus, die du jetzt hier farmst? Nee, ich will das Geld gar nicht haben. Machst du freiwillig. Bisschen Sozialarbeit leisten. Kennt man gar nicht von dir. Ah. Du bist falsch in der Ichor-Korb. Ja. Du machst was kostenlos. Also tut, ich muss nur mal erwähnen, eine Sindrenik-Messing-Axt. Ja. Okay, ich glaube, wir sind da. Das geht's aber schnell, leck mich am Arsch. Nein, ich meine nicht, nein, nein, leck mich nicht am Arsch, Mann, Toni, geh da weg, Mann, Alter, oh. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Immer muss er das machen, ey, immer. Warte mal, warte mal, warte mal noch. Ah, Wer davon war sind denn zwei. Kichon? Kommt mir so bekannt Warte, vor. warte, 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 Ah, davon sind zwei, pass auf. warte mal ein Käppchen. Ja, vor allem jetzt, wo jederzeit eins um die Ecke kommen könnte. Was ein Käppchen? Kommen wird. Ja, genau, ein Kippchen kommt um die Ecke. Ja, da steht einer. Kann ich die Fackel hier weglegen? Warte mal auf den Toni, der ist noch gar nicht Ja, da. ne. Was? Schlecht aus. Toni, bist du da? Aha! Ja, bin da! Scheiße. Hier auf! Weiß Fackel hier! Da kriegt schon. Ist gleich tot, alles gut. Kein Pipi in die Jeder fährt Hose, 20 Sekunden und passiert nichts. Passt mal eine Sekunde nicht auf, wieder vor deiner. okay, wir haben keinen Schlossknacker, aber können wir gleich runter. okay, bevor wir ganz unten sind, bitte noch mal kurz Ach vor. so, warte mal. Hackel, geh mal vor, bitte. Aber, Hackel bitte unten kurz auf den Wal warten, ne? Weil da unten ist ja gleich wieder der Guardian. Nö. Und Ja, vor Bandage. allem, genau. Vielleicht einfach Bandage. zwischendurch mal schlafen legen oder so. Ja, unten dann bei der Ach Tür dann. so, nochmal schlafen legen, genau. Bei der Tür dann, ja. Au! Was denn jetzt? Ich hab was gepult. Komm runter, Mage. komm runter, komm Uah. runter. Komm hier, komm hier, komm hier. Heal auf, Heal auf. Komm her. Oh, scheiße, Mann. Oh, eine Flacke. Nächster Fackel raus. Ein Kriegerfackel raus. Flacke. Oder karst du weiter? Karst du weiter? Hab ihn. Alles klar. Wir haben durch den Karst alles gut. Wenn du weiter karst, ist alles gut. Boah, ihr habt gerade echt, Ich ihr habt musste gerade. echt ein Glück gehabt, dass ich von diesen sechs Pfeilen jeden getroffen habe. Ich muss gerade unbedingt heilen. Das war wichtiger als die Fackel in dem Moment. Nee, nee, es ist das Gleiche. Wenn du heilst, sehen wir genauso viel. Verstehst du? Deswegen habe ich gesagt, Ja. durchheilen. Was anderes blieb mir So, hier sowieso unten nicht. trotzdem. Hier mal schlafen legen, bitte. Oh, das war ja was. Fast wäre unser Vor allem, wo kam das Wal her, abgekackt. ey? Das kann vielleicht die aus dem Nebenraum, aus diesem Loch, wo wir durch wollten, dass sie da Ah. lang gegangen Das ist. kann sein, Bist du durch ein Loch durch, tut das nicht weh? Kommt drauf an, für wen. Boah, Kommt drauf an, wie groß dein Schwanz ist. die hat's faustdick unterm Kleid, ja. Aber ich trage gar kein Kleid. Dann eben unter der Mo, hast du jetzt Spannung wenigstens die liegend. Aufnahme mal? Ja, die Aufnahme ist schon an. Ich Okay. trage gar kein Kleid. Okay, rausschneiden.